Okay Kärnten ist die mobile Kinderkrankenpflege in Kärnten. Wir betreuen Kinder und Familien zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Es sind Kinder, die schwerstkrank sind, schwerstbehindert sind, manchmal auch sterbend sind. Wir unterstützen die Eltern in der Pflege zu Hause, wir beraten die Eltern in der Pflege, wir entlasten hauptsächlich die Eltern in der Pflege, dass sie einmal was für sich machen können oder mit den Geschwisterkindern was machen können. Wir sind mit zwei heimbeatmeten Kindern in der Schule tätig. Wir unterstützen auch die Kinder in den Kindergärten. Ja, und letztendlich macht Moki Kärnten auch Palliativpflege zu Hause. Seit 2008 ist es meine Vision, ein stationäres Kinderhospiz in Kärnten zu errichten. Aus dieser Vision heraus oder aus dem Gedanken heraus hat sich dann auch dieses Projekt Stark Wir Felsen entwickelt, wo die Eltern wirklich 3 Tage die Möglichkeit haben, an ihren Belastungen und Ressourcen zu arbeiten, die sie im Alltag hier haben. Und in diesen 3 Tagen betreuen wir die Kinder und die Geschwisterkinder in einem barrierefreien Hotel in Kärnten. Und den Eltern entstehen bei diesem Projekt keinerlei Kosten, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es ist ein vollkommen spendenfinanziertes Projekt. Meine Beweggründe bei dem Projekt Stark wie ein Felsen dabei zu sein und das auch mit initiiert zu haben, sind einfach 2 Gründe. Das eine ist, ich bin selbst betroffene Mutter einer mehrfach schwerbehinderten Tochter und weiß daher aus eigener Erfahrung, welchen Belastungssituationen man ausgesetzt ist. Und die zweite Richtung, aus der die Idee kommt, ist meine Beratungstätigkeit mit betroffenen Eltern. Vor allem Mütter kommen in die Beratung. Die Mütter sind sehr belastet, würden gerne für sich mehr tun, wissen aber nicht, wie sie das tun können, weil ja ihr Kind die Betreuung braucht. Ja, ich glaube, dass ich die Eltern, die ja mit den behinderten Kindern im Alltag ständig konfrontiert sind, ja im Alltag oft gefangen sind und sich dort natürlich ihren Kindern aufopfern und alle ihre Energien auf letztendlich die Erziehung und Betreuung der Kinder da sind. Und Stark wie ein Felsen, das Projekt sollte ja genau hier einen Raum geben, einen Platz geben für die Eltern, endlich einmal ein Stück auf sich zu schauen, ihre Kräfte zu tanken, ihre Ressourcen auszuhalten und zu schauen, wo können sie ihre Kräfte sammeln. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste da in dem Projekt, Abstand ein bisschen zu kriegen, neue Perspektiven einnehmen und letztendlich für sich Kraft zu sammeln. Mein größter Wunsch wäre, dass meine Tochter mit Behinderung wirklich mit derselben Selbstverständlichkeit da ist, wie nicht behinderte Kinder und nicht behinderte Menschen auch. Ja. Ich glaube, dass es solche Projekte noch zu wenig gibt und ich glaube, dass da die öffentliche Hand auch noch gefordert ist, hier solche Projekte noch tatkräftig zu unterstützen, um hier der Gesellschaft was abzugeben. Am meisten profitiere ich da eigentlich bei diesen Moki-Tagen von der Auszeit, Auszeit vom Alltag ein bisschen halt, Auszeit vom Beruf. Sehr angenehm ist es für mich, dass man Vollverpflegung hat, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Nicht selber für sich kochen braucht, weil meine Tochter eine spezielle Diät hat und das so weiterläuft. Malen und über die ganzen Probleme sprechen, das finde ich eigentlich sehr schön. Es braucht, um so eine Arbeit zu machen, es braucht immer Spender und Spenderinnen, große sowie kleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ein gutes Netzwerk, so wie in unserem Fall natürlich, bei Verantwortung zeigen, das braucht's und ja, das hoffe ich, dass wir das ja immer wieder haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.